Kommen wir zu einem anderen Punkt, und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith einige Adab des Dua erwähnt. Einige Begleitumstände des Dua, die das Dua hochheben. Schauen wir uns an, was er da genau genannt hat. Er nannte unter anderem die Reise, richtig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Eigenschaften, die er genannt hat, die Eigenschaften dieses Mannes oder die Umstände, er hat sie nicht einfach willkürlich genannt. Er hat sie genannt, weil das sind Ursachen für die Erhörung des Dua. Aber er wollte sagen, obwohl die Ursachen gegeben sind, gibt es ein Mani'. Ursachen sind gegeben, aber es gibt Hindernisse, die Erhörung des Dua verhindern. Diese Hindernisse sind die drei Sachen. Aklul Haram, Shurbul Haram, Lubsul Haram. Das Tragen, Trinken und das Essen, Trinken und Tragen von verbotenen Dingen. Also drei Hindernisse, und alle anderen Dinge sind Asbab für die Erhörung des Dua oder Begleitumstände, die das Dua ansehnlicher machen. Er nannte hier unter anderem Italatus Safar, das Reisen oder besonders das lange Reisen. Die erwähnte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith. Er sagte, Thalathun da'awatun mustajabat. Thalathu da'awat mustajabat. Drei Bittgebete werden erhört. Und dann nannte er diese drei. Er sagte, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. Da'watul mazlum, da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. Das Bittgebet des Mazlum, dem Unrecht angefügt wurde, das Bittgebet des Reisenden und das Bittgebet des Vaters für sein Kind. Das ist bei Abu Dawud überliefert. Also das längere Reisen. Zweitens dann die Abgedroschenheit und das Herunterkommen, also diese zerbrochene Situation und Lage des Menschen, wenn er zerbrochen ist. Und das kann sich an seinem Aussehen äußern, wie in diesem Fall hier. Er sagte, Ash'atha aghbar. Zersaustem Haar, verstaubtem Körper. Das deutet darauf hin, dass er zerbrochen ist, niedergeschlagen ist. Drittens, das Ausstrecken der Hände. Das Ausstrecken der Hände, wie es auch in diesem Hadith vorkommt. Und viertens, die Dringlichkeit und Beharrlichkeit. Al-Ilhahu fi Dua, das entnehmen wir aus seinem Wort Ya Rabb, Ya Rabb. Und das letzte ist, das versteht man aus dem Hadith, die Selbstschonung vor nicht legitimen Haram-Gütern, sei es in Form von Essen, Trinken oder der Kleidung.